Der Col de Raz, der Berg der Berge an der Costa Blanca. Die 6,6 Kilometer mit 345 Höhenmetern und im Schnitt 5,2% Steigung laden zu einer persönlichen Bestzeit ein. Ich habe diese Herausforderung angenommen, mir mein Rennrad geschnappt und den Anstieg attackiert. David, hallo zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute ist es endlich soweit und zwar werde ich heute meine persönliche Bestzeit am Col de Raz setzen. Und ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich habe eigentlich nur zwei Ziele und zwar unter 20 Minuten bleiben und schneller zu sein als der Mann hinter der Kamera. Ob das klappt? Wir werden sehen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, bleibt unbedingt dran. Time, but we pointed out that tomorrow isn't here right now, baby. An absent mind came to roam around, captured you in a foggy cloud, baby. Standing on my toes on the edge, I'm ready to go. See it clear in the shadow. Okay, let's go. Der Start ist sehr flach, da wünscht man sich schon direkt Windschatten. Ich finde es jetzt schon ultra hart. Ich muss halt ein bisschen aufpassen, dass ich am Anfang nicht überpace, weil sonst wird es hinten raus ganz schön hart. Das ist auch jetzt schon hart. Habe ich immer das Gefühl, dass ich nicht genug Watt aufs Pedal kriege oder nicht so viel wie auf dem Mountainbike. Und irgendwie kann ich mich da nicht so quälen. Ich weiß gar nicht, wo Trans liegt. Also eigentlich weder Beine noch Luft, aber irgendwie geht nicht mehr. Irgendwas anderes limitiert. Naja, ist nicht mehr so weit. Puh.
Ja, also irgendwie hatte ich nicht so gute Beine an diesem Tag. Also zumindest konnte ich nicht so viel Watt treten, wie ich eigentlich in der Lage gewesen wäre zu treten. Schon nach der Hälfte der Zeit überlegte ich mir, wie unglaublich langsam meine Zeit gegenüber den Bestwerten der Frauen werden wird. Aber natürlich muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich es ohne jeglichen Windschatten, ohne jegliche Hilfe, also ganz alleine gefahren bin und ich auch an diesem Tag nicht besonders gute Windbedingungen hatte. Aber man kann es ja immer rausreden. Und alles in allem ist der Col de Ratz-Anstieg für mich etwas flach, um mein volles Watt-zu-Kilogramm-Verhältnis ausspielen zu können. Und ich denke, wenn man eben an so einem etwas flacheren Anstieg noch Helfer hat, die einen mitziehen, dann kann man da noch die ein oder andere Minute rausfahren. Trotzdem hat es mir natürlich sehr viel Spaß gemacht, meine persönliche Bestzeit anzugreifen. Ich habe auf jeden Fall alles gegeben, was es mir an diesem Tag möglich war. Mehr weit, aber ich weiß gar nicht, was ich zu meiner Zeit sagen soll. Ja, was ich dazu sagen soll, das weiß ich gerade auch noch nicht. Deswegen schauen wir uns derweil mal an, wie es um die Bestzeiten am Berg der Berge an der Costa Blanca bestellt ist und werfen mal einen Blick auf die Strava-Liste. Und zwar den King of the Mountain, also die schnellste Zeit bei den Männern bei Strava, hat derzeit Juan Ayuso mit 12 Minuten 49 Sekunden, was einfach ein unfassbarer 30,5er Schnitt ist. Und Ayuso fährt für das Team UAE und ist gebürtig hier aus der Gegend. Der Frauencombi bei Strava, der ist tatsächlich noch ganz frisch und wurde erst vor ein paar Wochen aufgestellt, und zwar von Puk Pieterse mit 14 Minuten 45 Sekunden. Allerdings weiß ich nach meiner Recherche auf Instagram und Strava, dass das eine Teamleistung war, also dass die im Team gefahren sind und mit Windschatten. Trotzdem natürlich eine unglaublich starke Leistung. Ob das bei den Männern mit den Windschatten und so weiter auch so war, das kann ich natürlich nicht verlässlich sagen. Es gibt aber noch eine inoffizielle Zeit von Tom Pidcock von Anfang Februar mit, ich schaue gerade nach, 12 Minuten 31 Sekunden. Allerdings hat er diese Zeit wieder von Strava runtergenommen, weil er eben berichtet hat, dass es Motorpacing war. Das heißt, er hat diese Zeit hinter dem Motorroller aufgestellt. Damit ist eben Juan Ayuso noch der Rekordhalter auf der Plattform Strava. Ja, wo ich mich da einreihen werde in die Liste, das sehen wir gleich. Die Beine noch was hergeben und ich noch mal zum Sprint ansetze, um noch ein paar wertvolle Sekunden zu retten. Always alone.
Das war hart. Ich schau gerade. 18 Minuten 37 Sekunden. Boah, ich sammle erstmal Luft und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Ich habe mich kurz erholt und noch ein kurzes Fazit zu meiner Bestzeit am Col de Ratz. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, denn Ziel Nummer 1, unter 20 Minuten zu bleiben, habe ich erreicht. Ziel Nummer 2, schneller als der Trainer sein, leider nicht. Da fehlen knappe 17 Sekunden. Naja, dann kann ich es ja einfach nächstes Jahr nochmal probieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir dabei zuzuschauen und habt einen kleinen Einblick bekommen vom Berg der Berge, dem Col de Ratz. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich über ein Like für dieses Video, einen Kommentar und euer Abo, damit ihr keine weiteren Abenteuer mit mir verpasst. Und jetzt geht's für mich zurück und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin!